Heute gibt es lecker Pasta und zwar Spaghetti alla Mama, Carbonara. Also die German Crossover Variante. Viel Spaß dabei. Für meine Spaghetti starte ich natürlich mit dem Wasser. Da brauche ich einen richtig großen Topf mit Wasser drin, den zum Kochen bringen. So eine Faustregel ist 100 Gramm Nudeln, 1 Liter Wasser. Was braucht man für die Carbonara? Das ist nicht viel. Man braucht natürlich einen guten Speck, man braucht Eier, ein bisschen Petersilie. Ich persönlich liebe Parmesan natürlich drin, ist unabdingbar. Und ich mag gerne Zitronen abreden, also dafür eine schöne Bio-Zitrone. Speck hole ich aus dem Kühlschrank. Da habe ich auch eine richtig schöne Variante mitgebracht, ein Pancetta. Also ein Bauchspeck, der quasi gerollt ist, geräuchert ist, gepökelt ist und sehr, sehr schön durchzogen ist. In Würfel schneiden. Also wichtig ist ruhig, dass ihr das nicht zu grob schneidet, denn je höher die Oberfläche ist, desto mehr Knuspereffekt und Aroma kriegen wir aus dem Speck heraus und das geht alles schön in die Soße. So, und dann kommt der Speck einfach so in die Pfanne, denn ihr wisst, Speck hat Fett und wir müssen nicht extra noch irgendwas mit dazugeben. So, der Speck wird ausgelassen, jetzt geht es um die Soße. Dafür brauchen wir, wie gesagt, Eier, ein bisschen Parmesan, Petersilie ist da. Schnappe ich mir eine Schüssel, Eier rein. Also, bei Carbonara scheiden sich ja immer die Geister. Macht man das jetzt mit Sahne, ohne Sahne? Also im Original auf jeden Fall natürlich ohne Sahne. Ich zeige euch heute mal eine Variante mit etwas Sahne, weil natürlich dann auch die Sahne so ein bisschen dabei hilft, dass das eigentlich zu sehr stockt. Deshalb geht es jetzt los, ein bisschen Sahne dazu. So, nicht zu viel Sahne, nur ein kleiner Schuss und Parmigiano. Also da auch auf jeden Fall nicht sparen, da muss richtig Parmesan rein. So, das sieht schon mal gut aus. Ein bisschen lassen wir uns über, um nachher noch mal drüber zu gehen. Und natürlich auch ein bisschen Zitronenabrieb. Das liebe ich ja an der italienischen Küche. Man kann hinriechen, wo man will. Alles ist lecker, alles macht so richtig Spaß. Es ist Sommer, es ist Frühling, es ist toll. Also ich freue mich richtig drauf. Und auch die Einfachheit der Küche finde ich ganz toll. Man braucht nicht viele Zutaten. Man hat eigentlich fast alles im Haus. Ich jedenfalls habe immer Parmesan im Haus, immer gern ein bisschen Speck im Haus. Eier hat man auch. So, und Spaghetti. Mische sieht auch schon ganz gut aus. Das wirkt jetzt ein bisschen dick, ist aber auch gar kein Problem, weil der Parmesan natürlich das Ganze bindet. Aber mit dem Pastawasser nachher in Verbindung werden wir die perfekte Soße hinkriegen. Und wir brauchen auch kaum Salz, weil der Speck hat ja ausreichend Salz. Ein bisschen Pfeffer geben wir noch mit dran. Und etwas Muskatnuss. So, dann kümmern wir uns jetzt gleich mal um die Petersilie und dann einfach nur fein schneiden. Also einfach schön die Petersilie in feine Streifen schneiden. Der Vorteil finde ich ist immer, gerade bei den weichen Kräutern, wenn man die dolle hackt, dann werden die so matschig und dunkel. Dann sind die auch nicht mehr so lecker vom Aroma. Also ihr seht, das ist ein entspanntes Kochen, wenn du Spaghetti machst, wenn du eine Pasta machst. Das soll einen nicht stressen, sondern das soll einen entspannen. Also ich finde das Schöne an Pasta überhaupt, auch Carbonara, ist, dass man das in großen Töpfen, in großen Pfannen machen kann, die ganze Familie einladen, Freunde einladen kann, alle aus einer Pfanne essen oder man stellt einen riesen Teller auf den Tisch und alle können sich ihre Spaghetti nehmen. Das finde ich ist dieses Verbindende, dieses Schöne an Pasta, die auch immer wieder glücklich macht. Ich habe hier so eine spezielle Spaghetti alla Chitarra, die ist ja so ein bisschen kantig. Ne? Mal zeigen. Also ihr seht, so einfach packt man Spaghetti aus. Wenn ich jetzt für 4 Personen ein normales Gericht mache, dann nehme ich immer so ein bisschen mehr als die Hälfte. So, also ab in den Topf. Was noch fehlt, ist Salz. In Italien sagt man, muss es schmecken wie Mare, also muss schmecken wie Meerwasser. Also ordentlich Salz da rein. Ne? So, zack, einfach so reinfallen lassen. Dann einmal nur kurz umrühren und fertig ist die Geschichte. Also das ist natürlich extrem wichtig, finde ich, dass ihr, wie gesagt, erstens in ausreichend Wasser kocht und zweitens auch kocht. Dampfen alleine reicht nicht. Also dass man die Pasta nur badet in warmem Wasser, ist halt nicht schön und ist nicht gut. Die Stärke wird dann so rausgewaschen und es wird irgendwie nicht perfekt. Also richtig schön im ballendem Salzwasser kochen, optimal. Wenn sie dann so fertig ist, gebe ich sie ein bisschen früher raus. Dann kommt sie direkt in die Pfanne. Unser Eierguss kommt dazu und da zieht sie natürlich nach und zieht auch die Soße an, denn durch die Hitze der Pasta fängt das Ei so leicht an zu binden, soll nicht komplett stocken, deswegen wie gesagt ein Tick Sahne dazu gemacht und so soll sie sein, am Ende al dente. Vielleicht habt ihr eure Lieblingspasta, schreibt in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, ob da vielleicht mal ein paar ganz andere Nudelsorten kommen, die nicht so üblich sind. Ja? Pasta ist fertig, jetzt direkt in die Pfanne mit dem Pancetta. Richtig tropfnass da rein. Also ruhig tropfnass heißt, also richtig Pasta-Wasser mitnehmen. Wenn ihr jetzt so schaut, dann ist da ein bisschen Wasser mitgekommen, aber das reicht mir noch nicht. Also jetzt nochmal eine richtige Kelle Pasta-Wasser mit dazu. So, und das ist das Geheimnis der Carbonara. Jetzt verbindet sich sozusagen dieses
Pasta-Wasser, was natürlich auch ein bisschen Stärke hat. Ja? Und jetzt kommt hier diese Parmesan-Ei-Geschichte mit dazu. Also ruhig die Gabel mitnehmen, die Pasta rühren und die Eier nochmal mit dazugeben mit dem Parmesan. Und dann direkt schön durchschwenken. Sehr schön. Und so muss es sein. Ja, also das ist sowieso das Geheimnis. Eine Soße darf nicht so matschig sein. Es muss locker, leicht sein, eine richtig schöne Verbindung. Und so muss die Carbonara aussehen. Jetzt geben wir noch ein bisschen Petersilie dazu. Und jetzt gebe ich nur noch ein bisschen Parmesan drauf. Vielleicht noch ein ganz bisschen von dem Zitronenabrieb. Der will auch noch ein bisschen Olivenöl von mir aus. Ja, von der Pfanne in den Mund. Ganz wichtig. Also ich muss probieren. Kocht's nach. Ich bin raus. Ja, Spaghetti Carbonara. Fantastico.